Ich bin Neoblade. Das ist ein Diamond Terraner auf Ascension to Aya. Ich weiß, dass wir in Tribute to Bonshwa sind und in der Serie für Terraner. Trotzdem gibt es hier eine wichtige Lektion, die auch für alle anderen Rassen wichtig ist. A, Scout the Front, was ich auch schon immer versuche, euch beizubringen. Und B, Lücke finden. Beziehungsweise mit allen Rassen auch mal einen Drop versuchen irgendwann. Mit Terraner natürlich bei der Bonshwa BO leichter, wegen der Medivacs. Als Zerg müsste man halt einen Dropperlord entwickeln und so weiter. Und Scout the Front klappt hier schon nicht, weil ich hätte mit der Sonde nochmal reingehen sollen und dann zwei Tech-Slaps sehen sollen. Das bedeutet dann automatisch Marauder Play. Und das bedeutet Shield Battery und zwei Cannons vorne hin. Natürlich sind Marauder gut gegen Cannons, aber eine Shield Battery plus Zealots sind auch dann gut gegen Marauder. Weil ich die Information von Scout the Front nicht richtig ausgewertet habe, gibt es jetzt Probleme. Ich mache immer so einen Scouting-Angriff, der auch schon einen Marauder tötet. So, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt nutze ich meine Mechanics, um diesen Zealot entweder dazu zu verleiten lassen, dass alle Marauder hinterherlaufen, oder dass ich in der Lage bin, nochmal seine Basis zu scouten, Scout the Front. Auch wenn ich das Spiel verliere, ich wollte hier Scout the Front trainieren. Und dieser Zealot, dieser einzelne Zealot wird 18 SCVs töten. Also ihr seht jetzt hier, wir können auch mal diese Anzeige hier anlassen. Dieser einzelne Zealot wird 18 SCVs töten. So, wir müssen jetzt die Sonden nehmen. Sonden kriegen keinen Bonusschaden von Marauders. Und er kitet immer weiter nach hinten. Und wir sehen schon, zwei Arbeiter getötet, drei Arbeiter. Ich achte überhaupt nicht auf den Zealot. Ich habe die Lücke gefunden. Mit allen Rassen sehr wichtig. Und er reagiert einfach nicht auf meinen Zealot. So, das heißt, ich versuche auch Charge durchzuboosten. Weil wenn Charge durch ist, ist das Spiel vorbei. Ihr seht, ich achte überhaupt nicht auf die Kämpfe, ich achte nur auf mein Makro. Ich möchte diesen Kampf gewinnen mit Makro. Hätte auch die weiteren Gates früher adden müssen. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Er tötet nicht 18 Sonden, sondern 10. Sorry, versprochen, tut mir leid. Aber man sieht sie hier auch. Und der Gegner baut keine Sonden nach, keine SCVs nach. Ein ganz schwerwiegender Fehler. Konzentriert sich nur auf sein Makro. Ne, er hätte auch unbedingt die SCVs wegziehen müssen, bis seine Marines da sind. Und dann mit Marines und SCVs angreifen. Aber diese 10 gegen einen Zealot zu verlieren, ist halt eine Katastrophe. Kostet ihn halt auch das Spiel. Ich hätte, wie gesagt, diese Mineralien hier sind ganz schlecht. Immerhin spiele ich gegen einen One-Base All-In. Also erst jetzt kommt hier unten die Basis, aber bis hierhin war es ein One-Base All-In. Oder zumindest sehr starkes Pressure-Play. Und ich muss das viel, viel, viel eher in Gates verwandeln. Aber natürlich sind Charge-Slots gut gegen Barracks-Units ohne Medivacs. Aber der wichtige Faktor ist, dass ich eco-technisch meilenweit vorne bin. Dass, wenn man hier sehen kann, mein Income ist viel, viel, viel höher. So, jetzt versuche ich hier so ein bisschen abzulenken. Jetzt warp ich einen Stalker rein, der dann halt auch das Medivac irgendwie angeht. Und als allernächstes, ja, die Zealots können gegen die Medivacs nicht kämpfen, also einfach A-Move zum Gegner. So, ich bin Supply Block sehr stark, das war sehr schlecht. Ich sollte auf jeden Fall mal Immortals bauen, denn er baut ja Marauder. Ihr baut zuerst zwei Observer. Und Spiel ist vorbei. So, nächste wichtige Lektion kommt jetzt. Zealots too fucking OP. Das stimmt einfach nicht. Zealots wurden seit Wings of Liberty halt mit dem Charge Upgrade geändert, haben ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen, wenn sie Charge bekommen haben. Aber Fakt ist schlicht und ergreifend, das Spiel verliert er nicht, weil er gegen Zealots nichts hat, sondern weil er hier keinen Bunker hingebaut hat oder zwei und vor allem, weil er keine Arbeiter gebaut hat.
Wie soll er mit 30 Arbeitern Rückstand hier keine Mule möglich? Also er hat in der Main hat er eine Orbital Command, aber er kann keine zwei Mules schmeißen. Wie soll er in der Lage sein, diesen Rückstand in der Economy aufzuholen? Und nur weil ich den Counter zu seinen Marauders gespielt habe, kann er nicht sagen, die sind. Er hat jede Menge gutes Zeug gegen Zealots. Er hat Hellbats mit Blue Flame. Er hat Triple M, also Medivacs, Marines, Marauder. Mit 3-3-Upgrades, alles hervorragend. Aber wenn er keine Arbeiter baut, kann er keine Medivacs bauen. Wenn er keine Arbeiter baut, kann er keinen 3-3 erforschen. Also das, wenn ihr euch sowas denkt, ihr habt gegen was OP verloren, overpowered verloren, und ihr seid in der unteren Liga, dann ist euer Mindset falsch. Ihr verliert nicht wegen OP-Zeugs. Ihr verliert, weil ihr mehr Fehler macht als der Gegner. Und dieser Gegner hat viel, viel, viel mehr Fehler gemacht als ich. Ich habe auch jede Menge Fehler gemacht, aber er hat halt einfach noch mehr gemacht. So, und jetzt kommen wir wieder zum Terraner zurück. Und zwar auch hier Scout the Front, aber auch warum die Wall so wichtig ist gegen Zerg. Ich scoute die Front und stelle fest, der Gegner baut einen unfassbar frühen Pool. Also, es ist kein 12-Pool, aber es ist ein 14-Pool. Dazu gehört ein bisschen Erfahrung natürlich. Ihr müsst vielleicht selber mal Zerg spielen und euch die Timings dann angucken. Ist auch immer ein bisschen problematisch, vielleicht vergisst der Zerg einfach den Pool zu bauen und ihr denkt, oh Gott, das ist ein ganz später Pool. Aber ihr könnt einfach mal ausprobieren, wann ein 12-Pool fertig ist am besten, wann ein 13-Pool am fertig ist. Das gehört alles so zur Spielerfahrung. Ihr sollt StarCraft erstmal lernen. Ihr versucht jetzt unsere Wall da zu blocken. Schon das zeigt mir, okay, da ist irgendwas fishy going on. Und ich lasse mich von dieser Drohne nicht einschüchtern, ich scoute weiter. Command Center Upgrade complete. Our SCVs are under attack. So, und jetzt sehe ich den Pool, alles klar, und das bedeutet, ich brauche ASAP das nächste Depot. Die Wall muss unbedingt fertig werden, deswegen habe ich da auch den zweiten SCV gezogen und es war gerade noch rechtzeitig. Es war haarscharf. Better safe than sorry. So, und auch jetzt denke ich mir, er hat in den so unfassbar frühen Pool investiert. Das bedeutet, er hat keine Drohnen und wenn ich ihn angreife, muss er weiter Army Units bauen. Das heißt also, auch wenn ich den Kampf haushoch verliere, mein Angriff wird dazu führen, dass er Army Units baut. Er baut jetzt Drohnen, aber jetzt werden wir nur noch sehen, wie er panisch, sehr wahrscheinlich, er baut gar nichts, okay. Doch, jetzt kommen die Army Units, so wie ich es gesagt habe. Ich gucke wieder nicht den Kampf an. Wir machen nur Makro. Da kommt die Mule, da kommen die Depots. Und meine Units haben das vorne ganz easy gemacht. Ich wollte mit dem Push nicht das Spiel beenden. Ich wollte nur scouten. Geht er weiter auf Truppen? Hat er Drohnen hier an der Natural? Und ich wollte da ihn dazu verleiten, keine Drohnen zu bauen, sondern weitere Army Units. Weil meine Wall ja hält und weil meine Production mit Marines und Marauders läuft. Scout the Front super wichtig, Wall gegen Zerg super wichtig, also auch, wie gesagt, ihr lernt das bitte mit Kaserne und Reaktor. Ich kriege das einfach nicht hin auf den Karten und bin auch zu faul, das zu üben, aber es ist halt super wichtig, dass ihr das direkt richtig lernt. Weil ihr habt euch für die Rasse Terraner entschieden, ich bin halt Main Protoss und das ist halt super, super wichtig, dass ihr an die Wall denkt und dass ihr die Wall richtig lernt. Und das auf den Karten auch übt. Als Protoss übe ich das auch. So, jetzt geht's weiter mit der Bonschwa BO Nummer 5. Hab's ja, wie gesagt, gestern noch ein bisschen geübt, ohne Aufnahme. Ich vergesse immer den Missile Turret. Bin mal gespannt, wann mich das beißt. Ein TVT. Das heißt, wir brauchen nicht Wallen. Not enough minerals. Yeah, whatever.
Not enough minerals. So. SCV ready. Machen wir ein bisschen Worker Stack. Bad news. Huh? Und bereiten wir uns vor, die Barracks zu bauen. So, wir brauchen das Gas. Und wir müssen scouten, wo unser Gegner ist. Beziehungsweise baut er seine Gebäude bei sich oder macht er das irgendwie anders? Zweite Barracks. Gas nehmen, ganz wichtig. Oh, ein SCV mal wieder zu viel. Hier auf Orbital Command klicken. Hier gleich auf Reaktor gedrückt halten. Wir gucken auf der Minimap nach. Ist da eine Wall? Ist da keine Wall? Okay. Was ist das Gebäude hier? Eine zweite Barracks. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Wir brauchen das nächste Depot. Und hier ein Tech Lab. Oh, vergessen SCVs zu bauen. Ganz, ganz, ganz schlecht. Zweites Gas. Kommt zu spät. Wir bauen noch ein Depot. Haben durch das Depot leider jetzt Stim verzögert. Wir bauen erstmal weitere Marines, bis wir die eBay haben und das Gas für Factory. Bei 3 Minuten 2, das ist sogar noch okay. Nicht, wir haben zu viele. Das reicht an. So, jetzt können wir langsam Marauder bauen. Das heißt, hier bauen wir jetzt einen Marauder. Und einen Stim bauen. Wir können das erste Upgrade bauen und wird weiter. Epos. So. Marines, Marines, Marines. Direkt den Starport hinterher. Starport auf eine Taste. Geld halten wir gut unten. Depots werden gebaut. Scout the Front haben wir komplett vergessen. Das machen wir jetzt mal mit einem Marine. So, das wird fertig. Schmeiß das nächste Upgrade an. Hier kommt Concussive Shell gleich irgendwann. Erste Medivac bauen. Weiter kontrollieren, dass wir nicht supply-blocked werden. Medivac bauen. Okay, Medivac können wir nicht bauen. Medivac bauen. Marauder bauen. Also da unten ist keine Echse, sehe ich auf der Minimap. Wir brauchen weitere Depots. Okay, Marauder. Marines. Und dann. Da stehen jede Menge Marines.
Wir legen alles nach vorne. Wir brauchen noch das Upgrade für Concussive Shells, also bauen wir jetzt erstmal wieder ein paar Marines hier. So, Concussive Shells. Und alles auf eine Steuergruppe stimmt, zünden und weit los geht's. So, alle Marines mit F2 hinzufügen. Schreiben wir auch mal GG. Und da geht er raus. Gut. Was muss ich hier tun? Ich muss die zweite Barracks wieder früher adden. Ich kriege dann irgendwann, wenn ich die Upgrades nicht mehr baue, sehr, sehr viele Overmints. Die Gas kann ich in die Medivacs stecken und in Marauder. Aber ich brauche dann weitere Marines und das ist noch so ein Fehler. Oder ich müsste eine Expansion schmeißen. Wir schauen jetzt trotzdem den SQ nach. SQ, SQ, SQ. Ich hatte doch eben C-Light schon offen. So. Rekord der letzten Tage. 97, 110, 96. Nee, das ist, aber ich habe halt auch nicht Scout the Front gemacht. Ich habe mich auf Scouten gar nicht konzentriert, sondern nur auf die Build Order. Hab schon wieder den Turret vergessen in der Eco-Line. Ja, also spätestens auch das müsste ich dann mit den Overmints machen. Aber gut. Das soll's fürs dieses Video gewesen sein. Bitte denkt an den Neo-MT auf Daybreak. Denkt an den Neo-MT deprecated auf Silver, also Silber, schaffen. Und BO mit dem Salt immer schön üben. Ne? Also nicht nur laddern, sondern auch Makro und Mechanics dediziert üben. Deliberate Practice heißt das auf Englisch. Beziehungsweise steht ein ganz Konzept hinter. Egal, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.